Ja, wir sehen hier eine Situation, 250 Mal am Tag in Deutschland, ein Mensch fällt um, ist bewusstlos und wir sehen einen Helfer, der das tut, was die meisten in Deutschland nicht tun. Er spricht den Patienten an, prüft sein Bewusstsein, auch durch ein kleines Kneifen, überstreckt den Kopf, versucht die Atemwege frei zu machen, fühlt, ob der Patient atmet, merkt, dass dieses alles nicht vorhanden ist, wird als nächstes den Notruf 112, europaweite Notrufnummer, absetzen. Kein Notruf, keine Hilfe. Und beginnt dann mit der kardiopulmonalen Wiederbelebung. In der Mitte des Brustkorbs versucht er den Brustkorb 5 bis 6 cm einzudrücken. Das Einzige, was man dabei falsch machen kann, ist nichts zu tun. Und wir sagen, nichts tun, dem Kampf an. Durch diese Maßnahme sollte es jeder machen, wäre es potenziell möglich, 10.000 Menschenleben im Jahr in Deutschland zu retten. Nur durch Nichtstun können wir etwas falsch machen. Das Ganze wird fortgeführt, bis der professionelle Rettungsdienst kommt und ihn dann von seiner Arbeit befreit und die erweiterten Reanimationsmaßnahmen einleiten wird.